RWE und Vattenfall können mit einer Ausgleichszahlung für den beschleunigten Atomausstieg rechnen. Dies urteilte das Bundesverfassungsgericht am Dienstag. Der 2011 beschlossene Ausstieg aus der Atomenergie stelle zwar keine Enteignung dar, so das Gericht. Das Gesetz sei aber insoweit nicht mit dem Grundgesetz vereinbar, als es keine Regelung zum Ausgleich für Investitionen vorsieht, die im berechtigten Vertrauen auf die im Jahr 2010 zusätzlich gewährten Zusatzstrommengen vorgenommen, durch dieses aber entwertet wurden. Der Ausstieg aus der Atomenergie war ursprünglich 2002 beschlossen worden. Die von Union und FDP geführte Bundesregierung verlängerte dann 2010 die Laufzeiten für die AKW. Nach dem Reaktorunfall in Fukushima wurde die Verlängerung 2011 wieder gestrichen. Kritik an der Entscheidung des BVG übte etwa Armin Simon von der Organisation Ausgestrahlt. Das Urteil ist aus unserer Sicht nicht richtig, denn die Atomkraftwerksbetreiber, die Atomkraftwerke sind die Schadensverursacher und nicht die Geschädigten. Dass das Gericht hier eine Entschädigungspflicht festgestellt hat, bedauern wir natürlich. Der Gesetzgeber muss die Frage bis Ende Juni 2018 neu regeln. Zur Höhe der Entschädigung äußerte sich das Gericht nicht.